Namaskaram, Sadhguru. Meine spirituelle Erfahrung hat ihre Höhen und Tiefen. Manchmal stolpert sie und manchmal ist sie großartig. Warum diese Schwankung? Oh. Die spirituelle Erfahrung stolpert oder stolperst du? Vielleicht ich. Aber ich fühle bei all den Kriyas, die du mir gezeigt hast, dass ich es tue und es ist nicht konstant. Es ist nur, dass ich manchmal stolpere und manchmal ist es großartig. Dieses Leben ist schön. Ich meine, ich kann nicht mal glauben, dass es so schön sein könnte, bevor ich dich traf. Schau, was ist eine spirituelle Erfahrung? Lasst uns zuerst dazu kommen. Du musst dies verstehen. Dieser Körper ist etwas, das du nach und nach angesammelt hast. Ist das so? Ist das so? Hast du das angesammelt? Was ist dieses Sabu? Was ist dieses Sabu Alu? Wie nennt ihr das? Hm? Dieses Kanonenkugelding. Sabu? Dana. Also Sabu Dana. Gestern habe ich jemand davon erzählt. Ich war zu Hause bei jemandem und habe ihnen erzählt von meiner ersten Erfahrung mit Sabu Dana, vor langer Zeit in den Sahyadri-Bergen. Wir werden es nicht vertiefen. Das ist also alles Sabu Dana, nach und nach angesammelt. Kein Wunder, dass es sich so schwierig anfühlt. Das ist jetzt etwas, das du angesammelt hast. Alles, was hier ist, ist etwas, das du angesammelt hast. Dein Verstand ist ein angesammeltes Phänomen, ein zusammengetragenes Phänomen. Der Körper ist ein zusammengetragenes Phänomen. Was du also als Ich selbst bezeichnest, ist der Spirit, wenn du es so nennen möchtest. Es ist ein sehr belastetes Wort, deshalb verwende ich es gewöhnlich nicht. Aber da du gerade das Wort Spiritualität verwendest, ist es der Spirit. Wenn sich dein Leben also darum dreht, dann bist du spirituell. Wenn es in deinem Leben um den Körper geht, um den Verstand geht, um das geht, was dich umgibt, sagen wir, du bist materiell, weil dies zusammengetragene Dinge sind. Was du zusammenträgst, kann deins sein, kann nie und nimmer du selbst sein. So viel ist uns klar, nicht wahr? Ja? Ob du nun Steine oder Diamanten oder was auch immer angesammelt hast, sie können dir gehören, aber sie können nie und nimmer du selbst sein. Wenn wir also Spiritualität sagen, meinen wir damit, es geht um dich. Es geht nicht um die Möbeln im Haus. Du weißt, nach einiger Zeit behandeln dich die Menschen wie ein Möbelstück. Der Körper ist wie ein Möbelstück für uns, um zu sitzen und zu stehen, nicht wahr? Ja. Der Verstand ist eine andere Art Mobiliar, um Dinge zu tun. Hier geht es also nicht um Möbel, hier geht es um dich. Spiritueller Prozess bedeutet also, dass es um dich geht, nicht um deine Möbel, nicht um deinen Besitz, nicht um die Dinge, die du ansammeln und verlieren kannst. Was ist also die Erfahrung davon? Wir sollten nicht versuchen, es zu beschreiben. Dies ist die Erfahrung davon. Alles, was ich sage, ist, dass es um das hier geht. Wie kommt es also? Warum ist dieses Mobiliar da und du fehlst? Weil du irgendwo nicht weißt, was du tust. Jemand hat es in einem großen Satz ausgedrückt. Sie wissen nicht, was sie tun. Ein paar grundlegende Dinge wie Essen, Schlafen, Fortpflanzung erledigt ihr so, wie es getan werden soll. Alles andere wird närrisch verdreht, verstehst du? Das ist der Grund, warum wir alle Arten von Zirkus veranstalten müssen, euch mit dem Kopf nach unten hängen, damit das, was fundamental du selbst bist, in eure Erfahrung kommt. Wenn du das Leben nur so machst, wie es gemacht werden sollte, nicht wie die Gesellschaft dich verdreht hat, es zu tun, wirst du sehen,
Der spirituelle Prozess ist immer im Gange. Niemand muss dir etwas beibringen. Niemand muss irgendetwas für dich tun. Denn das bist du. Das ist kein Importgut. Das bist du, nicht wahr? Das bist im Wesenhaften du. Dein Körper ist importiert. Sabudana. Oder was auch immer. Dein Verstand ist importiert, ist es nicht so? Aber was du bist, war immer schon da. Was gibt es da zu tun? Da ist nichts zu tun. Zu viel Sabudana, also müssen wir es ein wenig bereinigen. Im Moment dreht sich dein Leben also um Dinge, die du angesammelt hast und nicht um dich. Aus diesem Grund verhält es sich so. Du solltest... Es ist nicht mehr... Du weißt schon, du kannst nicht mal mehr darüber sprechen in der Welt. Weil die Menschen dafür anerkannt werden, was für ein Auto sie fahren, was für eine Kleidung sie tragen, was für ein Make-up sie tragen, oder niemand wird dafür anerkannt, was er ist. Ja, größtenteils. Mach es also nicht zu kompliziert. Oh, meine Spiritualität, meine Erfahrung, mein Dies. Mache Spiritualität nicht so, als würden dir Hörner wachsen. Du wirst einfach leben. Das Problem mit dem Leben ist, du versuchst, besonders zu sein. Also siehst du dumm aus. Sei einfach leben. Du wirst sehen, das ist wundervoll. Du wirst ein Körper, du wirst ein Verstand, du wirst eine Gesellschaft, du wirst berühmt, du wirst wertloser Müll, du bist all diese Dinge geworden. Sei einfach leben, denn das ist alles, was du bist und das ist alles, was du sein kannst. Du kannst nichts anderes sein. Vergiss all diese großen, großen Worthülsen, ich bin spirituell, ich bin dies, meine spirituelle Erfahrung, meine gewöhnliche Erfahrung, so etwas gibt es nicht. Es gibt nur Leben. Bist du an der Oberfläche, bewegst du dich auf den Kern zu. Das ist alles.